Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde im Project Ozone 2 Kappa Mode. So, ich habe wie gesagt versprochen, ich baue die Plattform ein bisschen aus. Es ist auch geschehen. Ich habe jetzt hier eine 4x20x20 Plattform. Beziehungsweise, das ist jetzt eine, wenn ich mich jetzt nicht vertue, dürfte das eine 39x39 und müsste irgendwie so was am Dreh sein. Weil bis hierhin 20, 20, 20, 20. Auf jeden Fall. Ich habe hier mal gut was ausgebaut. Habe auch die Smeltery ein bisschen vergrößert. Ja, das ist eine 6x6, dürfte das sein? Ja. Die wollen wir auch noch größer bauen. Erzmäßig sind wir auch gut ausgestattet. Hier, also 15 Dias, Redstone, Electrotine haben wir. Hier unten ist auch gut zur Verfügung. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal, dass wir noch ein bisschen Lava bekommen und ein wenig Erze verarbeiten können. Dafür habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Den Crucible nehmen wir mit, die Redstone Clock und den Jellorium Block. Warum brauchen wir einen Jellorium Block? Ganz einfach. In diesem Modpack gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten nochmal, wie man die einzelnen Crucibles Crucible hochspeeden kann. Und mit einem Jellorium Block hat der Crucible einen Melting Speed von 50. Das heißt jetzt im Klartext, wir hauen hier Kobbel rein. Zack, 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 durch. Also, das geht super ab. Das geht besser ab als Schmitz Katze. Das geht besser so ungefähr wie Schmitz Jaguar. So. Dann hauen wir einmal den hier weg. Packen den Casting Table dran. Dann brauchen wir ein... Wenn wir uns die Quest mal anschauen, müssen wir noch ein... Oh, wir haben auch Beta freigeschaltet, sehe ich gerade. Schauen wir später rein. Wir sollen noch jetzt einen Ingot Cast machen. Ist schnell gemacht, dafür brauchen wir ein Eisen. Und einmal Gold or Dust. Gold or Dust. Den legen wir hier rein. So, wir können nochmal hier ein bisschen Lava nachschmeißen. Und was? Ja, komm. Wir verlegen das Ganze nochmal um 1. Und zwar bewusst, weil wir jetzt gleich ja hier die Quest fertig haben. Und dann auch Pipes bekommen. Wie sieht das aus? Das dauert noch einen Moment. Da können wir schon mal hier in Beta reinschauen. Oder wir können auch mal hier die Quest claimen. Die habe ich schon 7 fertig gemacht. Eine Loot Chest. Eine Loot Chest. Und wer hätte es erwartet? Eine Loot Chest. Und unsere Chance Cubes. Oh, Entschuldigung. So, was haben wir hier? Ball of Moss, Cloud in a Bottle und Smashing Rock. Jeweils 3 Stück. Können wir gebrauchen? Ja, nicht so. Können wir vielleicht gebrauchen? Jawoll, ein Unbreakable Wand. Ja, Siggi. Tschüss. Und einmal Cooking for Blockheads. Also ich würde sagen, das hat sich doch schon mal gelohnt. Wie viele Modifier haben wir? 4 Stück. Und wir haben den Ingotcast und Claim Reward. Und hier haben wir noch eine Loot Chest. Oh, 4 Enriched Alloys. Das ist super. Die sind hier ein bisschen schwieriger zu machen. Und zwar brauchen die hier einen Capacitor von Pneumatic Craft. Oh, Cross is updated. Enriched Upgrade. So, was wir nämlich jetzt auch mal machen werden. Wir machen das einmal so. Können dann einfach hier so machen und das wird sich immer wieder auffüllen. Eigentlich können wir auch einen Hopper dran klatschen. Ich muss das gleich schon wieder ein bisschen leise machen bei mir.
hauen jetzt aber noch hier den Seared Faucet ab. Genau wie die Redstone Clock. Und packen hier noch eine Pipe dran. Und machen auch hier auf Auszug. So. Was ich jetzt einmal machen möchte. Eisen. Zack. Hauen wir rein. Da dürften jetzt 32 Stück sein, die da drin sind. Nee, Quatsch. 36. So, was ist denn die nächste Quest, die wir machen müssen? Iron Chest und Iron to Gold Upgrade. Können wir machen. Wir könnten jetzt auch die ganzen Casts anfangen. Generell will ich jetzt aber auch erstmal ein bisschen Eisen durchschmelzen. Wir können generell mal hier so ein bisschen Erze komprimieren. Nee, weißt du, was wir machen? Das ist eine gute Idee. Wir schnappen uns noch ein bisschen Cobblestone. Machen dann einmal da Giselle. El Giselle. Nee, ich will den Aligned. Aligned Cobblestone. Machen wir einmal so. So. So, was gibt das jetzt für einen hässlichen Bau? Ganz einfach. Wir machen uns jetzt hier einen Stone Crucible. Oder müsste der Crucible sein? So, Rest Cobblestone können wir theoretisch gesehen wegwerfen. Wir brauchen einen Wassereimer. Boah, ich muss bei mir mal leise machen. Freund von mir hat, beziehungsweise, ja gut, kann ich so sagen, der Street hatte gefragt, warum die Musik so leise ist. Ich meine, oder generell Minecraft. Hat man das kaum gehört, ne? Ich zeig mal hier die Soundeinstellungen. Master Volume habe ich generell leise gemacht. Kann ich ein bisschen leise machen, aber dafür mache ich Hostile Creatures leiser. Das habe ich aus einem ganz, ganz guten Grund gemacht. Kommen wir aber noch zu. Wir machen... Ah ja, ich habe nochmal hier ein bisschen Holz gefarmt, ne? Komm, verwenden wir da... Jungle Wood können wir verwenden. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Truhe. Und zwar will ich einen Drawer machen. Und eins Hopper. Was haben wir jetzt hier schon wieder vor? Das stinkt doch schon wieder ganz gewaltig nach komischen Doschkram. Warten wir noch auf den einen Stone ab. Oh, ein Block of Diamond hat 73.000 EMC. Dachte mir. So, Stone Slab. Stone Barrel. Barrel packen wir hier hin. Jungle Drawer hier. Hopper da dran. So. Extract. Und dann packen wir da Wasser hin. Und wir haben eine Obsidianfabrik. So, jetzt machen wir aber noch einen, und so, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Warum machen wir uns jetzt noch ein? Ach, das geht ja hier gar nicht. Hier mache ich aber zwei Truhen. So. Na. Ganz einfach, weil wir wollen einmal gut mit Cobblestone auffüllen, dass da einmal gut durchläuft für Lava an sich und für Kobbel, für Obsidian. Das heißt, wir packen die schon mal da rein. Genau wie die hier, die müssen wir noch zurückschisseln. So, das wird auf jeden Fall keine Lösung für die Unendlichkeit sein. Keine Sorge.
Hauptsache, wir haben schon mal was, womit wir Obsidian kriegen. Hab ich nicht. Oh. Die machen wir mal aus. So, damit sollten wir auf jeden Fall dann... So, genug Kobbel haben für, also genug Obsidian, genug Lava. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich würde gerne schauen, dass wir in den Nether kommen. Aber, Problem ist, wenn wir uns Flinten Steel anschauen, wir brauchen Stahl. Es gibt noch einen Trick. Aber ich glaube, das haben sie mittlerweile auch verändert. Genau, die Fire Charge. Ja, brauchen wir jetzt auch Stahl. Okay. Blast Brick. Brauchen wir Nether Bricks für. Moment. Was könnten wir machen? Geht das noch? Jawoll. Dann weiß ich, wie wir jetzt in den Nether kommen. Wir nehmen uns hier einen Stack davon. Machen uns 8 von denen. Strings kommen zurück. Hier haben wir noch perfekt 6 Eisen. Werden wir gleich mehr haben. Und wir machen uns eine Chain Chestplate. Die können wir dazu packen. Und was wir mit der machen, die schmelzen wir jetzt ein. Hier können wir schon mal das Eisen rausnehmen. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen sollten, ist nochmal neues Essen. Was wir währenddessen mal machen können, wir können uns mal hier Beta anschauen. Beta hat halt zu tun mit Agricraft, Botania und Magical Crafts. Für Agricraft brauchen wir noch ein paar Sachen. Also wir können zwar schon mal anfangen, aber wir brauchen hier für die Redstone-Pflanzen und so weiter die Erze. Das Züchten werde ich wahrscheinlich offscreen machen, keine Sorge. Bloß, um an die Erze heranzukommen, gibt es 2 Wege. Einen können wir jetzt schon machen, daraus will ich aber richtig vorbereiten. Der andere ist ein bisschen ekliger. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal so ein Iron Ore anschauen, können wir halt über Nether Erz schmelzen. Genau, das habe ich vor. Über Magical Crops gibt 3 Wege. Oder über den Combiner. Schauen wir uns mal den Combiner an. Für einen Combiner brauchen wir Advanced PCBs, Ultimate Control Circuits, Atomic Alloy. Atomic Alloy braucht man Metallurgy Confuser. Braucht man einen Capacitor. Braucht man eine Pressure Chamber. Okay. Advanced PCB braucht man auch eine Pressure Chamber. Printed Circuit Board. Ja, okay. Kommen wir zwar noch alles zu, aber lassen wir das erstmal. Wie viel Obsidian haben wir? 25. Machen wir uns schon mal ein Portal to the Nether. Drei, vier. Zack, zack. 2, 3, 4. Ach komm. Wir brauchen keine Sparversion machen. Holen wir uns mal 2. So. Auch ausreichend ausfackeln und dann am besten ein kleines Gehege drum bauen. Zack, zack. Weil das Nervige hier ist, das sehen wir gleich. Es kann sein, dass ich gleich schon sterben werde. Weil die Zombie-Pigments sind ein bisschen daueraggressiv. 12 Fences. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. So. Fence Gate haben wir auch.
Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Fence Gate. Gut. Da sind wir geschützt vor. Und hier haben wir auch schon zwei Steel Ingots. Super. Nehmen wir so einen Flint. Ein Steel. Flinten Steel. Gotta go deeper. Das kann rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein. So. Im Klartext, wir können jetzt in den Nether. Was habe ich im Nether vor? Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Wir können uns im Nether so ziemlich unser stärkstes Werkzeug machen. Wie habe ich jetzt das vor? Nun gut, wir haben eine gar nicht mal so schlechte Position. Hier ist Kobalt. Das Gute ist, das interessiert uns nicht. Wir sind jetzt einmal reingegangen, wir gehen aber schon wieder raus. Und zwar will ich jetzt schauen, dass wir noch... Warte mal. Ich glaube, das können wir noch gar nicht machen. Kommen wir da irgendwie ran? Scheißendreck. Können wir einen Presser bauen? Gott sei Dank. Dann bauen wir jetzt einen Presser. Ich mache dann gleich schon ein bisschen Holz fertig. Weil wir wollen auf jeden Fall Zugang zu Papier haben. Ich bin mal gespannt, wer sich jetzt denken kann, was ich vorhabe und wer am Grübeln ist. Ah, was macht der? Könnt ihr mal reinschreiben, wer glaubt zu wissen, was ich jetzt hier mache. Also so wirklich schwierig ist es nicht. Wenn man sich ein bisschen mit Modpacks auskennt, kann man vielleicht schon drauf kommen, wenn man schon behauptet, das beste Werkzeug. So, Red Alloy Ingots. Redstone ist schon wieder so gut wie weg. Scheiße. Oh Gott. Presser. Und wir brauchen 12 Papier. Mit. Sag bloß, es ist disabled. Nee. Ach, man konnte ja nicht reinschiften, stimmt. Ich habe gerade schon einen kleinen Schock bekommen. Sehr schön, wir haben Papier. Dann kläre ich jetzt mal auf, was ich vorhabe. Magical Wood. Können wir herstellen mit Enchanted Books, Bookshelf und Gold. Kriegen wir 1. Falsch. Wir haben Zugang zu Emeralds. Wir nehmen uns mal genau 4 raus. Und sollten damit auch genug rausbekommen, damit wir Werkzeug machen können. Ach komm, ich mache hier mal so einen halben Stack zu Planken. Und zwar, das Magical Wood hat die Eigenschaft, dass wir die Bücher, die wir hier rauskriegen, Magical Wood, wenn wir daraus Werkzeug machen, steht das hier? Genau, Modifiers Remaining, 9. Wir kriegen sofort 9 Modifiers. Darauf haben wir es abgesehen. Okay, 3 Bücher, dann... Kriegen wir 7 Bücher raus. Das reicht. So, wir brauchen noch die Strings. Gut ist mit den Blank Patterns, man kann Bücher herstellen.
Und zwar so. 4 Stück, dann können wir schon mal die Bücher herstellen, die ich möchte. Flimflam 1. Das gute alte Flimflam, wer kennt es noch? Und wir brauchen nochmal 12 Papier. Wir brauchen Gold. Kriegen wir auf jeden Fall hin, das ist kein Thema. Wir haben zwar jetzt hier ein bisschen wenig Gold, aber wir haben Zugang zur besten Goldquelle im Pack. Und zwar, die beste Goldquelle nennt sich Nether. Im Nether kriegt man aus Crushed Netherrack so ziemlich zu 100% mindestens ein Broken Gold Ore raus. Also das, was wir sammelt schnell. Hier mit Eisen haben, haben wir im Nether mit Gold. Ich werde auf jeden Fall nachher nochmal alles an Erzen mal durcharbeiten. 56 Obsidian, gib ihm. Da können wir dann, wenn das einmal durch ist, können wir da auch schon wieder sein lassen. Hauptsache, wir haben genug am Anfang. So, ich werde auf jeden Fall gleich anfangen. Wie machen wir das? Komm, ich mache eine längere Folge. Damit wir das heute noch hinkriegen. Ich will das noch zeigen. So, was brauchen wir noch? Das kann weg. Dann brauchen wir ein Lapis, 2 Dias und ein Silky Jewel. So, dann kriegen wir ja das Holz hier noch weg. Zack und zack. Einen Diamond Hammer. Das Gold dürfte jetzt durch sein, genau. Da haben wir schon... Wow, das hätte schief gehen können. So, Magical Wood. 3, 4. Buch. Buch. Buch und... Buch. 17 Magical Wood. Gib ihm. Und jetzt brauchen wir nochmal 4 weitere. Ja, komm, den einen Bahn können wir noch mitnehmen. Warum brauchen wir jetzt noch weiteres? Ganz einfach. Wir nehmen ein halbes Stack Strings. Kriegen hier Silky Cloth. Packen das um einen Emerald. Kriegen ein Silky Jewel. So. Was wir jetzt machen, wir gehen hier hin, machen uns 3 Pickäxte, 3 Toolrods, 3 Toolbindings. So, gehen hier hin. Pickaxe 1, 2, 3. Eine nennen wir Fortune. Eine nennen wir Silk Touch. Und die dritte nennen wir Smashing. So, jetzt gehen wir hier hin. Machen den Namen hier weg. Das ist unsere Fortune. Packen wir einen Lapis drauf. Da kann jetzt kein Silk Touch mehr drauf kommen. Wir nehmen unsere Silk Touch. Hauen Silk Touch drauf. Kann kein Fortune mehr drauf kommen. Smashing. Hauen einen Diamond Hammer drauf. Und das zählt jetzt wie ein Hammer. Das heißt, wir brauchen die quasi nicht mehr. Ja. Und die können wir jetzt halt an einer Stelle perfekt leveln. Und das haben wir am Anfang gemacht. Der Nether.
Wir brauchen jetzt nur noch dafür sorgen, dass wir genug zu essen haben. Das wollte ich jetzt gleich fertig machen. Das werde ich auch noch zeigen. Aber leider heute nicht mehr. Denn die Folge ist jetzt vorbei. Sind bei 25 Minuten, gibt auch eine längere. Ich werde die Spitzhacken schon mal leveln. Werde, glaube ich, auch einmal kommen. Wir haben ja quasi Zugang zu unendlich Äpfeln. Zack. Zack. Und zack. Wir können uns noch einen Death Null machen, damit, wenn wir das gleiche Leveln gehen. Das war, glaube ich, nur ein Kobbel und ein Ei. Ne, ein Kobbel und ein Apfel. Eins. Zwei. Dann werde ich gleich nochmal hier die Äpfel ein bisschen nachfahren. Magical Wood tun wir hierzu. Papier kann hier rein. Gravel kann man in den Müll schmeißen. So. Ich würde sagen, erst werde ich jetzt verarbeiten. Ich werde die Spitzhacken leveln gehen, beziehungsweise aufbessern. Wir haben jetzt schon mal den Anfang für unsere besten Spitzhacken. Und dann würde ich sagen, war es jetzt für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Maritou, schwenkt der Hut und tschüss.